Hi Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Feuerwehr 2014, die Simulation. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal das freie Spiel. Und in der heutigen Schicht, da werden wir wieder mit einem Tanklöschfahrzeug unterwegs sein. Und zwar heute mit dem Tanklöschfahrzeug Florian 2. Und da geht's auch schon los mit der Schichteinteilung. Guten Morgen Chef, guten Morgen Kollegen. Und wir wählen gleich mal das Fahrzeug aus. Das ist heute die Taste Nummer 2, die wir drücken müssen für das Tanklöschfahrzeug Florian Numero Dosse. Nummer 2. Wunderbar, ja. Wir waren ja vor kurzem in der vorherigen Schicht, was glaube ich, mit Florian 3 unterwegs. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit. Und passt auf euch auf. Okay, wunderbar. Dann sind wir soweit und machen uns direkt mal ab an die Arbeit. Folgen hier gerade an den Kollegen und gehen direkt hier vor zu dem schönen Tanklöschfahrzeug, dem Tanklöschfahrzeug Florian 2. Und steigen direkt mal ein und fahren raus für den Check. So, der Tank ist noch halb voll. Das sollte erstmal reichen. Dann können wir dann später mal im Verlauf der Schicht auffüllen. Der Wassertank ist voll, das passt. Und wir beginnen mit dem Check der Lichter. Also erstmal Blinker, die funktionieren. Hier an der Seite, jo, dann das Fahrlicht bzw. Abblendlicht klappt, funktioniert, das Blaulicht, das blinkt, das Martinshorn, das dröhnt, das hört man und dann noch die Hupe und wir sind soweit, dann fahren wir gerade noch rüber für den Check, halt um die Reifen zu überprüfen, den Reifendruck und dann sind wir soweit fertig für die ersten Einsätze, für den ersten Einsatz, für die ganzen Einsätze in der heutigen Schicht. So, das passt im grünen Bereich, der ist auch im grünen Bereich, der Luftdruck. Hier ebenfalls und im Reif von links haben wir auch den Luftdruck im grünen Bereich, im Bereich, der grün ist. Naja, so egal. Dann wieder zurück in die Halle und wir warten auf den ersten Einsatz und können ja erstmal jetzt hier zum Frühstück einen Kaffee trinken. Dann sind wir auch richtig wach und durchstehen auch die 24-Stunden-Schicht. So, einmal close the doors und hoch. So, dann hallo. Stell die durch, bevor sie sich beschwert. So, die werden gleich wieder schreien, deswegen laufen wir ganz langsam vorbei. Guten Morgen. So, der hier auch. Morgen. Morgen. So, dann können wir wieder sprinten. Wir wollen ja keinen Kollegen hier verärgern. So, und dann mal die Kaffeemaschine nehmen und einen Kaffee trinken. So. Sehr gut. Da haben wir die Cornflakes. Und dann warten wir doch mal auf den ersten Einsatz. Bling, 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 bling. Aber das Licht brauchen wir jetzt nicht, ist ja hell genug. Kann natürlich jetzt auch hier wieder schön so vor der Tür warten und so. Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. So darauf warten. Machen wir jetzt aber nicht. Hallo. Lohnt sich ja nicht. Hallo. So, und dann laufen wir halt noch ein bisschen durch die Wache, spazieren noch ein bisschen lang. Können nochmal hochgehen. Und mal schauen, wann der erste Einsatz kommt. So, da hinten haben wir auch noch einen Platz, den haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Da waren wir noch gar nicht bei der Wache. Was wir auch noch mal machen, wenn wir mit dem DLK unterwegs sind, waren wir schon mal. Haben uns schon mal die Wache von oben angeschaut. Und da kommt schon einer. Ein Einsatz. Und zwar ist Öl in Lissabon ausgelaufen. Da müssen wir jetzt erstmal hin. Okay, los geht's. Action. Tor auf. Schritt 2. Tür auf und einsteigen. Schritt 3. Blaulicht an. Schritt 4. Martinshorn an. Schritt 5. Blinker setzen. Schritt. Welchen Schritt haben wir jetzt? Schritt 6. Ab zum Einsatzort. Genau danach, wenn wir mal irgendwann dann nochmal im DLK, werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal unterwegs sein im Let's Play. Können wir uns ja die Wache nochmal so von oben anschauen. So, die machen alle schön Platz. So lob ich's mir, so lob ich's mir. So, und dann nehmen wir mal das Öl auf. Mal gucken, was wir sonst noch heute für Einsätze kriegen werden. Vielleicht nochmal einen PKW-Unfall. Vielleicht auch mal wieder einen Wildunfall. Fände ich auch mal ganz cool, wenn wir sowas wieder kriegen würden, so einen Einsatz. Schauen wir einfach mal. So, aber jetzt geht's erstmal nach Lissabon und wir nehmen das Öl auf. Und hier bei dem Fahrzeug müssen wir natürlich wieder schön aufpassen, dass wir nicht umkippen. Nicht umkippen. So, wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir heute hin in Lissabon? Wo haben die Leute denn wieder hier Öl auslaufen lassen? Ach, an der Stelle da. Ich glaube, das ist ungefähr die Stelle, wo auch schon mal so ein LKW in so ein Haus reingefahren ist, wo wir auch einen Einsatz hatten. Das war nämlich ein Autotransport, also ein, ja, so ein Abschleppwagen, so in der Art.
So, dann düsen wir jetzt einmal nach Lissabon rein. Und auf der Rückfahrt wird sich die Gelegenheit ja gut anbieten, hier mal den Tank etwas aufzufüllen. Also den Dieseltank. Wasser brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir können auch mal eine andere Perspektive zur Abwechslung nehmen. Hier mal F8 wieder. Die Action-Kamera hier vorne links am Rad neben der Fahrertür. So. Und da kommen wir langsam Lissabon näher. Blinker rechts schon mal setzen. So. Beeilen uns, bevor da jetzt irgendwas Schlimmes passiert da. Bei dem ausgelaufenen Öl, bevor da irgendein Auto sich irgendwie dann irgendwie rutscht und dann irgendwo reinfährt oder so. So, hier müsste es sein. Und da liegt ja auch schon die Dame direkt den Ölfleck. So, Straße sperren. Und das ist ein gutes Stichwort, denn das machen wir jetzt erstmal. Hätte ich es nicht gesagt, wäre es mir jetzt gerade echt nicht eingefallen. Wir können ja wieder mal die Absperrhütchen verwenden, besonders jetzt also den. Jetzt lohnt sich der Absperrhut ja auf jeden Fall. Dass hier kein Auto langfährt. So, sehr gut. Zwei sollten da reichen. Hatte ich ja gesagt, dass wir die auch noch mal ein bisschen verwenden wollen. Puh, wie stellt man die... Oh, das waren wir nicht. Wie stellt man die hier bei so einer Kreuzung auf, wenn die Autos hier dann rumfahren? Stellt man hier dann so ein Warnhütchen auf oder wie? Weil das die halt nicht so schnell um die Kurve fahren, weil wenn die dann um die Kurve kommen und dann... Also mal hier so. Sollten die sehen. So, und jetzt müssen wir mal loslegen, bevor wir dann nicht mehr genug Zeit haben. Mit dem Bindemittel. Also einmal das Ganze da drauf verteilen. Das Rezept beginnt mit, man nehme etwas Öl und tue darauf etwas Bindemittel. Dann trampelt man etwas drauf rum, um das Ganze schön zu vermengen und das lässt das Bindemittel das Öl aufnehmen. Danach nimmt man einen Besen und kehrt das Ganze zu einem Haufen zusammen. So. Schön weg damit. Alles aufkehren. Und der Einsatz kann abgemeldet werden. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Wir haben 13 Uhr und sammeln jetzt mal die Hütchen ein. So. Einmal da rein mit dem Absperrhut. Und dann noch die beiden hier nehmen. Müsst ihr zweimal halt E drücken, wenn ihr nochmal einen anderen da gleich mitnehmen wollt. Und dann könnt ihr den gleich mitnehmen und wir steigen hier auf der Fahrerseite direkt ein, machen das Blaulicht aus und nicht das Martinshorn an. So. Und fahren jetzt erstmal tanken. Hier wollen wir mal in der Innenansicht fahren. So, Dele, einmal links. Wird grün, Ampel. Oh. Wir beschwören dich, dass du grün wirst. Oh, du willst jetzt grün, Ampel. Ich sehe es, dass du jetzt... Was hier wieder los ist. Naja, gleich hier ein Ölfleck gleich zu Beginn der Schicht weggemacht. So, heute haben wir wieder weibliche Begleitung an Bord. So, und jetzt geht's erstmal tanken. Wobei das jetzt wahrscheinlich in der Schicht nicht unbedingt nötig wäre zu tanken. Es wird noch knapp reichen. Es wird knapp, aber es würde, glaube ich, noch reichen. Das ist die Frage, welche Seite. Ich glaube, es ist besser, ob ich immer in die Mitte fahren. Übrigens auf der anderen Seite, ne? Ja, der Tankdeckel ist nämlich hier. Genau mittig von beiden Zapfhähnen gleich weit entfernt. Nehmen wir mal den. Kann man eigentlich unterbrechen irgendwie? Doch, kann man auch. Lass uns mal nicht ganz auffüllen. Brauchen wir nicht. Ist nicht unbedingt nötig. Nicht so dreiviertel voll, das sollte reichen. Ah ne, der Chef sagt ja, das Fahrzeug soll immer voll betankt und einsatzbereit sein. Also, betanken wir es auch mal voll. Dann müssen die Kollegen das nächste Mal, nicht dass für die Kollegen das nächste Mal dann fast zu leer ist und die dann nicht mehr zur Tankstelle kommen. So, können wir auch da weg tun? Dann tun wir da hin. Das hätten wir gleich zu machen können, egal. So, und los geht's. Zurück zur Wache. So eine Schicht, die nie zu enden scheint. Naja, ja, also bitte, du hast jetzt gerade erst angefangen, die Dienstgut, okay. Naja, das war jetzt 15 Uhr. 5 plus 2 sind 7 Stunden. Das war noch nicht mal, das war höchstens mal ein Drittel vom Dienst.
Ist jetzt rum von 24, 3 mal 7, 21. Ja. Meine Güte, was hier wieder los ist. So, und jetzt hier höchste Drehzahl, Höchstgeschwindigkeit erreicht. Und der beschleunigt noch ein bisschen. Aber wir sind gleich bei 130 dann auf Vmax. Also somit das schnellste Fahrzeug hier. Beziehungsweise die TLFs sind, glaube ich, die schnellsten Fahrzeuge. So, und da kommen wir wieder zurück zur Wache gleich. Und dann können wir mal gucken, was wir da machen. Genau, wir wollten uns immer hinter dem Haus angucken, was wir da, wie es da so aussieht, hinter der Wache. Ich finde es ja auch ganz cool, dass das Fahrzeug hier jetzt so schaltet und nicht einfach so die Drehzahl so in einem parallel so mit der Geschwindigkeit hochgeht. Und es geht jetzt ins Gewerbegebiet. Wir haben die nächste Alarmierung. Leichte Rauchentwicklung. Dann los geht's. Biegen wir schon mal links. Dann weiß der Kollege da vorne, dass wir links abbiegen wollen. Danke fürs Platz machen. So, der hat noch wieder, der kann noch drüber fahren, bevor die Feuerwehr hier kommt. Danke, danke. Danke für das Lob. So, ja, ich finde es echt geil mit der Drehzahl, weil ich glaube, es war davor immer so, dass die Drehzahl so in einem parallel zur Geschwindigkeit hochgegangen ist. Und das war, naja, ein bisschen unrealistisch schon, aber das ist jetzt natürlich nochmal realistischer, wenn er hier auch so schön schaltet. So, jetzt sind wir natürlich auf dem höchsten Gang, da geht natürlich nichts mehr. Außer die Drehzahl in den ganz roten Bereich, dunkelroten Bereich. So, wir fahren natürlich auch immer mit Vmax, sofern wir halt so weit beschleunigen können. So, es geht ins... zur stillgelegten Fabrik an eine Stelle, wo wir bis jetzt da noch nie, also gut, wir hatten ja in der stillgelegten Fabrik schon mal diesen einen Brand da, diesen Großeinsatz, aber sonst hatten wir da in der stillgelegten Fabrik, glaube ich, immer nur dieses eine Auto, was da gebrannt hat. Zumindest kann ich mich an nichts anderes erinnern. Und da, wo wir jetzt da auf die stillgelegte Fabrik, wo es jetzt da blinkt, da hatten wir, glaube ich, bis jetzt noch nie einen Einsatz. So, Achtung, ist ja wieder hier Chaos an der Kreuzung. Aber kein Problem, die haben uns ja alle, haben ja gemerkt, dass wir kommen. Aber da, wo es jetzt da brennt, da haben wir bis jetzt noch nie einen Brand hier an der stillgelegten Fabrik. Außer halt, wie gesagt, da, wo die ganze Fabrik gebrannt hat. Natürlich, aber ich meine jetzt hier so in der Karriere, so während einer Schicht halt. Komm, tritt drauf. Das hört sich echt nicht gut an. Ja, wir sind ja schon da. Keine Panik. So, da haben wir auch ein brennendes Auto, nur diesmal ein bisschen woanders. Nee, doch nicht. Es brennt gar nicht. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Wie sage ich, brennt es aus? Das sah für mich gerade erst vom Fernseher aus. Aber es war einfach nur, weil es so Gold ist. Und deswegen habe ich hier auch, das brennt. Das ist ja mal geil hier. Das ist ja mal ein geiler Einsatz jetzt hier. Hier mal wieder an der stillgelegten Fabrik. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir da hin müssen. Da drin wird es sein. Okay, wir haben 4 Minuten Zeit. Leichte Rauchentwicklung. Wir nehmen aber den Schlauch mit. Und die Atemschutzmaske auch. Wir wissen ja nicht, was los ist. Und vielleicht die Axt auch noch gleich. Also hier voll bepackt. Volle Kanne bepackt. Vielleicht müssen wir irgendwas zerschlagen, weil wir da nicht durch können oder so. Auf jeden Fall saugeil, dass wir hier auch mal in der alten Fabrik wieder einen Einsatz haben. Und jetzt auch im Gebäude und nicht halt nur dieses Auto, was da mal gebrannt hat. So, gucken wir mal. So, einmal kaputt. Und bam, bam, bam. Ja, da brennt es gut, dass wir die Axt mitgenommen haben. Und auch gut, dass wir die... Wow, fuck, fuck, alter Scheiße. Oh, das hat mich gerade erschreckt. Alter. Damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Und guck mal, die Gesundheitsanzeige haben wir. Ich wollte gerade sagen, Glück, dass wir die Atemschutzmaske dabei haben. Oh, Scheiße. Wie ist gerade da in die Luft geflogen? Mein lieber Mann. Geiler Einsatz. Geiler Scheiß. Das war ja mal richtig geil. Geiler Einsatz. Ach, sehr schön. So. Genau, das kann zu. Das hier auch. Wow, geht das da erstmal volle Kanne in die Luft? Boah, Alter. Damit habe ich echt eben gar nicht gerechnet, wobei man hier natürlich eher damit rechnen sollte. So, Wassertank muss aufgefüllt werden und neue Atemschutzmaske muss an Bord. Das war mal ein geiler Einsatz. Freut mich so, dass wir jetzt hier nochmal auf das alte Fabrikgelände jetzt hier nochmal einen Einsatz hatten. Und hier jetzt auch nochmal im Gebäude, weil der Großeinsatz, der war ja schon richtig geil hier, wo hier alles so gebrannt hat, so überall das Gebäude. Und jetzt hier nochmal da hinten, so am versteckten Eck da hinten, so abgelegen, dass da jetzt nochmal gebrannt hat hier. Sehr cool. Guckt euch mal die Gesundheitsanzeige an, die hat um die Hälfte abgenommen. Alter, das ist so voll da gerade in die Luft gegangen. Zum Glück sind wir nicht näher reingegangen. Zum Glück haben wir noch kurz gewartet, weil wir den Schlauch noch rausgeholt hatten oder so. Oha, das hätte auch anders enden können. Gut, und ich würde sagen...
an dieser Stelle hier im Gewerbegebiet beende ich mal diesen Teil und im nächsten Teil geht es dann weiter mit dem anderen. Jetzt sind es noch 13 Stunden der Schicht. Schauen wir mal, was dann noch so alles anfällt. Mal schauen, was für Brände noch kommen. Was für ein, ja, PKW-Unfall. Blabliblub. Gucken wir mal. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr spannende Schicht bis hierhin. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Line Gamer 1. Macht's gut. Ciao.